Im Test Extreme 2 von JBL, ein leistungsfähiger Aktivlautsprecher für daheim oder unterwegs. Zum Transportieren gibt es extra einen bequemen Traggurt, der sogar einen Flaschenöffner integriert hat, sodass man jederzeit sein Getränk öffnen kann. Auch vor ein bisschen Spritzwasser oder Regen ist der Lautsprecher dank der Schutzklasse IPX geschützt, sodass man nicht Angst muss haben, dass er gerade kaputt gehen wird. Sogar kurz ins Wasser tauchen sollte der Lautsprecher überleben. Der Klang vom Extreme 2 ist ungewöhnlich gut und musikalisch. Alles kommt von einem Ort, der Klang ist aber losgelöst, schwebend und recht gut ortbar. Die Musikwiedergabe ist ausgewogen und die Basswiedergabe außerordentlich realistisch. Von der Verarbeitung her wirkt der Extreme 2 hochwertig und das Design sieht super aus. Schön ist, dass man den Lautsprecher dank guter Standfüße fast überall herstellen kann und er, obwohl er als Outdoor-Gerät konzipiert ist, auch in einem Raum super tönt. Und auch wenn es alt ist, um das Gerät von JBL für spontane Partys zu brauchen, wird vom Klang nicht enttäuscht. Mit einer vollen Ladung sollte der Akku bis zu 15 Stunden lang halten. Und falls beim Musiklosen mal der Akku vom Handy schlapp macht, kann man es über den USB-Anschluss vom Lautsprecher anhängen und laden.